Wir befinden uns hier an der Schleuse des Donaukraftwerks Wien-Freudenau. Die Schleuse hat mit der Stromerzeugung an sich nichts zu tun, denn Schiffverkehr regeln die Kolleginnen und Kollegen der Via Donau. Derzeit ist nur eine der beiden Schleusenkammern in Betrieb, die andere mussten wir zurzeit stilllegen. Wir bedauern, dass es zu Verzögerungen für die Schifffahrt dadurch kommt. Unsere Aufgabe als Kraftwerksbetreiber besteht darin, hier für die Instandhaltung, die Wartung und auch die Reparatur zu sorgen. Bei unseren regelmäßigen Inspektionen hat sich herausgestellt, dass ein wichtiges Teil dieser Anlage gebrochen ist. Wir sind hier jetzt direkt an der Schadstelle. Dieser Lagerbolzen ist gebrochen. Man kann ihn vergleichen mit einem Oberschenkelhalsknochen. Um das herum dreht sich buchstäblich das gesamte Segment. Das Segment ist vom Wasserdruck verschoben, das heißt, wir müssen es jetzt erst aufwendig wieder in Position bringen, um den Bolzen zu entfernen. Dann erst können wir ihn ersetzen mit einem neuen. Die Spezialanfertigung dieses Bolzens nimmt viel Zeit in Anspruch. Die Reparaturen sind äußerst aufwendig und werden voraussichtlich bis Ostern 2026 dauern. Wir bedauern das, wir entschuldigen uns dafür, aber im nächsten Frühjahr wird es wieder heißen, freie Fahrt auf der Donau in beiden Schleusenkammern.